Die belarussische Tennisspielerin Arina Sabalenka ist eine hervorragende Vertreterin der Tenniswelt, deren sportliche Karriere einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte dieses Sports hinterlassen hat. Heute werde ich Ihnen von ihrem Weg zu den Höhen des Tennissports erzählen, und am Ende werden Sie von dem Skandal erfahren, der sie umgibt. Der Weg zu Ruhm und Erfolg beginnt oft damit, dass ein Kind zum ersten Mal Sportausrüstung in die Hand nimmt. Für Arina, eine belarussische Tennisspielerin, die am 5. Mai 1998 in Minsk geboren wurde, kam dieser Moment im Alter von nur 6 Jahren, als sie sich zum ersten Mal auf einem Tennisplatz befand. Die Familie Sabalenko spielte eine entscheidende Rolle in Arinas Entwicklung als Tennisspielerin. Sergei Sabalenko, ihr Vater und ehemaliger Eishockeytorwart, beschloss, seine Tochter zum Tennistraining zu schicken, als sie an Tennisplätzen vorbeifuhren. Dies war der Beginn einer erstaunlichen Reise, die schließlich zu zahlreichen Triumphen führte. Aber davor stand Sabalenko vor einem Dilemma. Im Alter von 9 Jahren überlegte Arina, dass Tennis vielleicht nicht ihre einzige Berufung ist und dass sie einen anderen Weg einschlagen könnte. Sie entschied sich jedoch, im Tennis zu bleiben, um ihre Eltern nicht zu enttäuschen. Und das war die richtige Entscheidung. Der Anfang von Arina Sabalenkas Reise in die Welt des Profitennis war bescheiden, aber ihre unerschöpfliche Energie und ihr Streben nach Perfektion führten sie zu enormem Erfolg. Schon in jungen Jahren wurde ihr eine großartige Zukunft in der Tenniswelt vorausgesagt, und seitdem hat sie alles getan, um die Erwartungen ihrer Fans und Trainer zu erfüllen. Arinas erster Trainer war Elena Faginko. Zu verschiedenen Zeiten überwachten ihre Ausbildung die Trainer Sergei Alexandrov, Tatjana Puchek und Wladimir Perko. Auf ihrem Weg zum Erfolg wurde Arina auch von ihrem Sparringspartner Anton Dubrov und dem Fitnesstrainer Vadim Sashurin, einem ehemaligen Biathlon-Weltmeister, begleitet. Jedoch wurde der bedeutende Fortschritt und die Veränderungen in Sabalenkos Karriere erst sichtbar, nachdem sie begann, unter der Anleitung des russischen Spezialisten Khalil Ibrahimov zu trainieren. Unter seiner Anleitung verbesserte sie ihr Spiel erheblich und erzielte hohe Ergebnisse. Im Januar 2018 verkündete sie das Ende ihrer Zusammenarbeit mit Ibrahimov und begann mit dem ehemaligen schwedischen Tennisspieler Magnus Norman zu arbeiten. Diese Partnerschaft endete jedoch ebenfalls schnell, woraufhin Arina das Training mit Dmitri Torsunov begann. Diese Zusammenarbeit war nicht ohne Emotionen und Intrigen, sie unterbrachen ihre Zusammenarbeit mehrmals, kehrten aber dann wieder zueinander zurück. Bis 2020 hatten sie ihre gemeinsame Arbeit endgültig beendet, und Arina Sabalenka wählte den deutschen Trainer Dieter Kindelmann aus. Sie kehrte auch zu ihrem langjährigen Sparringspartner Anton Dubrov zurück. Arina Sabalenka wurde 2-mal Siegerin im Doppelwettbewerb bei Grand Slam Turnieren. 2019 gewann sie die US Open, und 2021 wurde sie zur Meisterin der Australian Open. Diese Siege unterstreichen ihre Vielseitigkeit als Tennisspielerin und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum Erfolg mit verschiedenen Partnern. Die WTA Finals 2022 waren ein weiterer wichtiger Meilenstein in Arina Sabalenkas Karriere. Sie erreichte das Finale im Einzel, und obwohl sie letztendlich der Französin Caroline Garcia unterlag, bestätigte dieses Finale ihren Status als eine der besten Tennisspielerinnen der Welt. Ihr Talent und ihr Wille zum Sieg erregten die Aufmerksamkeit von Fans und Experten. Ein weiterer wichtiger Teil von Sabalenkas Karriere ist ihr Erfolg bei WTA-Turnieren. Sie hat 19 WTA-Titel gewonnen, darunter 13 im Einzel. Außerdem trug Arina durch ihre Teilnahme an der belarussischen Nationalmannschaft erheblich bei. 2017 erreichte sie das Fed Cup-Finale, was für ihr Land eine bedeutende Leistung darstellte. Eine der bedeutsamsten Errungenschaften von Sabalenka ist ihr Sieg bei den Australian Open im Jahr 2023. Dieses Turnier, eines der 4 Grand Slams, gilt als eines der renommiertesten und begehrtesten in der Welt des Tennis. Sabalenka zeigte nicht nur ihre herausragenden körperlichen Fähigkeiten, sondern auch die mentale Stärke, die erforderlich ist, um auf einem so hohen Wettbewerbsniveau zu gewinnen. Derzeit belegt Arina Sabalenka in der WTA-Einzelwertung den 2. Platz der Weltrangliste. Dies spiegelt ihr kontinuierliches Wachstum und die Verbesserung ihrer Ergebnisse wider. Sie war bereits die Nummer 1 der Welt im Doppel, aber jetzt ist ihr Ziel, dieselbe Position im Einzel zu erreichen.
Die Sportlerin verhehlt nicht, dass ein solch beeindruckender Fortschritt ohne die immense Unterstützung ihres Freundes, des Eishockeyspielers Konstantin Koltsov, nicht möglich gewesen wäre. Arina und Konstantin sind in den letzten Jahren ein bekanntes Sportpaar geworden. Seit ihre Beziehung öffentlich wurde, haben sie mit ihrer Romanze die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Fans auf sich gezogen. Zunächst gab es Gerüchte und Diskussionen darüber, ob Arina der Grund für die Scheidung von Konstantin von seiner früheren Frau Julia war. In ihren sozialen Medien teilte Julia einen ausführlichen Beitrag, in dem sie erklärte, dass ihre Ehe den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie, der Geburt eines Kindes und der Arbeitslosigkeit von Konstantin nicht standhalten konnte. Sie wandte sich auch an alle Mädchen und sagte, dass es falsch ist, sich an die Männer anderer Leute zu klammern, und erwähnte Arina. Konstantin selbst erklärte jedoch, dass Arina nichts mit seiner Scheidung von seiner früheren Frau zu tun hatte. Nach dieser Aussage wurden das Paar in der Öffentlichkeit offener in ihrer Zuneigung und traten gemeinsam bei Sportveranstaltungen und in den sozialen Medien auf. Derzeit setzen sie ihre Karrieren fort, versuchen aber, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Es ist wichtig zu beachten, dass zwischen Arina und Konstantin ein Altersunterschied von 17 Jahren besteht, der jedoch ihrer Beziehung keinen Abbruch getan hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arina Sabalenka ein leuchtendes Beispiel dafür ist, wie Durchhaltevermögen, harte Arbeit und Engagement zu großen Höhen in der Welt des Profitennis führen können. Ihre Geschichte inspiriert junge Sportler auf der weltweiten Bühne und unterstreicht die Bedeutung von mentaler Stärke und Hingabe an die eigenen Träume. Sabalenka ist nicht nur eine Tennisspielerin, sie ist eine Ikone des belarussischen und globalen Sports. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu hinterlassen, zu liken und den Kanal zu abonnieren. Hier wird über Sport berichtet.